Hihi, schaut mal, wie es da schläft. Ogapon! Zeit aufzuwachen! Die Leute im Dorf wollen dich sehen! Sie wollen dich treffen! Vielleicht machst du ihnen ja heutzutage keine Angst mehr. Finden wir es doch einfach mal heraus! Indem wir nach Midoriya fliegen und mit den Leuten sprechen. Hoffentlich klappt es. Joe wollte unbedingt, dass wir das tun und deshalb vertrauen wir ihm mal. Oh, gewann hat aber Angst. Pan! Oh je, es hat echt Angst! Macht euch keine Sorgen. Joe, willst du uns endlich mal verraten, was das werden soll? Ich kann mir vorstellen, dass du Angst hast, aber ich habe mich um alles gekümmert. Also bitte, Oni, vertrau mir und komm mit, ja? Es tanzt immer noch so rum. Bisschen süßen Holzbein immer noch. Tappel, tappel, tappel. Na gut, Joe scheint wohl zu wissen, was er tut. Oh oh. Der Oni! Ogapon! Es existiert also wirklich! Wir sollten Joe vertrauen. Das ist also der Oni von Oniyama. Nein, entschuldige, ich sollte dich bei deinem richtigen Namen nennen. Ogapon. Die Bewohner von Kitakami haben dich lange Zeit für einen Missetäter gehalten. Dafür möchten wir uns aufrichtig entschuldigen. Bin ich im falschen Film? Woher kommt denn der plötzliche Sinneswandel? Joe ist im ganzen Dorf rumgegangen und hat allen die wahre Geschichte erzählt. Ich wollte ihn davon abbringen, weil ich befürchtete, dass er damit den Groll der Bewohner auf sich ziehen würde, aber... Tut uns echt leid, lieber Oni. Das kleine Ogapon ist so süß. Offenbar hatte ich mir umsonst Sorgen gemacht. Es muss hart für dich gewesen sein, mit all den Leuten zu reden. Saubere Arbeit, Joe. Aber jetzt musst du dein Gesicht nicht mehr hinter einer Maske verstecken. Du kannst jederzeit zu uns ins Dorf kommen. Bahn! Die drei Masken, die wir im Kulturzentrum aufbewahrt hatten, gehören ja dir, Ogapon. Wenn ihr sie mittlerweile den drei Gefährten abgenommen habt, kannst du sie gern behalten. Jetzt haben wir nicht nur die Masken zurückgeholt, sondern auch dieses uralte Missverständnis aufgeklärt. Diese Mission war echt ein Riesenerfolg. Aber jetzt ist es Zeit, Ogapon nach Hause zu bringen. Was? Nein. Joe wollte es doch haben. Ist doch Riesenfan. Na gut, sorry, Ogapon. Die Leute wollen, dass du wieder zurück nach Hause gehst. Was hältst du denn davon, kleines, süßes Ogapon? Hast du was zu sagen? Möchtest du uns was sagen? Möchtest du uns nichts sagen? Möchtest du da einfach nur rumstehen und nichts tun? Gar nichts? Rein gar nichts? Wirklich nicht? Rein gar nichts? Ja, wir müssen leider wieder zurück. Was, hi? Oh nein, brauche Notarzt. Na gut, komm. Ich flieg dich direkt dahin, ja? Erste Klasse Flug. So viel bist du mir dann doch noch wert. Ja, wir können einfach hierhin fliegen und dann nach rechts abbiegen. Ich glaube, das funktioniert so. Ja, Freunde, das hier scheint wohl Abschied zu sein. Das Ende dieses DLCs. Also zumindest von der Hauptstory her. Ich weiß, es gibt noch einiges zu erledigen, nachdem man durch ist. Deshalb, nein, das hier ist nicht die letzte Folge bis zum nächsten DLC. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt noch was. Also Augen aufspitzen und zugeschaut, wenn da noch mehr kommt. Hier gibt es Pipi und Mobile. Interessant. Interesting, interesting. Rachen des Oni. Genau, hier irgendwo lebt es. Ich weiß gerade nicht genau wo, aber wir waren ja auch nie. Wir sind hier eigentlich normalerweise einfach ganz normal hochgeklettert. Oder ist das hier? Nee, oder? Nee, hä? Das ist eine ganz andere Höhle.
Aufruhr. Ja, nee, einen Aufruhr wollen wir jetzt eigentlich nicht machen. Das hat Joe schon vor uns erledigt. Nee, der hat es ja gut gemacht. Ihm wurde er geglaubt. Ich weiß aber nicht, warum Joe jetzt geglaubt wurde, aber in der Geschichte dem Typen nicht geglaubt wurde. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Der Hype war damals einfach zu groß. Und jetzt ist der Hype weg. Na, eigentlich nicht. Eigentlich ist der Hype immer noch da, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Superzahn. Nee, ich weiß wirklich nicht, wie man sonst da hochkommt. Ich kletter jetzt einfach wieder hoch. Ogapon, ich hoffe, du kannst klettern. Sonst brauchst du dir... Jetzt musst du den Sneeboss holen. Hä? Nein. Wo kletter ich denn aus? Wo habe ich denn letztes Mal ausgeklettert? Von wo bin ich denn letztes Mal? Von da drüben. Ja, doch. Von dort. Von dem Felsen wahrscheinlich. Ja, es gibt auf jeden Fall einen einfacheren Weg, aber wie gesagt, der ist mir nicht deutlich genug. Und kleine Pokémon sind sehr, sehr schwer zu sehen in diesem Spiel. Habe ich das schon mal erwähnt? Es nervt, weil man ständig aus Versehen in kleine Pokémon reinläuft. Obwohl man das gar nicht will. Aber Leute, wie fandet ihr den DLC eigentlich bisher? Ich muss sagen, mir hat er bisher gefallen. Er war halt ein bisschen, ja, ein bisschen basic. Er hatte eigentlich nur Story mitzubringen, statt wirklich viel Gameplay. Es war wirklich einfach nur sehr viel, ne, lesen und alles. Aber trotzdem fand ich ihn ganz cool. Hatte trotzdem meinen Spaß damit. Aber bisher ist er nicht besser als der von Schwert und Schild. Nicht, dass er bombastisch wäre aus Schwert und Schild, aber der war schon noch ein bisschen besser. Ach, was? Nee. Doch? Nee. Warte, bevor ich da jetzt reingehe, ich will mal ganz kurz gucken. Wo führt mich dieser Weg lang? Von wo soll man da eigentlich lang gehen? Ich muss es wissen. Ich schneide euch auf den Rückweg, ich muss es nur wissen. Spiel, hallo. Spiel? Wies? Danke. Oh Mann. Habe ich es einfach übersehen? Oder... Doch, ich muss es wirklich übersehen haben einfach. Doch, ich hab's übersehen. Ja, okay. Alles klar. Na gut, dann übergeben wir halt Ogapon seinem Zuhause an. Ob sein Trainer wieder zurückkommen wird? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Da wären wir! Bun! Ist zwar ein ziemlich abgelegener Ort, aber für Ogapon steckt er bestimmt voller Erinnerungen. Pass auf dich auf. Pon? Pon! Hm? Was ist denn kleiner? Also, wenn mich nicht alles täuscht, scheint es... Ogapon, du willst Mike auf ihren Reisen begleiten, was? Pon! Pon! Oh, armer Joe. Halt! Stopp! Halt, stopp! Ich war auch... Oni soll... Ich will, dass Ogapon bei mir bleibt! Ciao! Mir ist schon klar, dass das total egoistisch von mir ist, aber pass auf, Michael! Wir kämpfen darum, wer von uns beiden Ogapon fangen darf, okay? Wir, es wäre ein Objekt! Wer kriegt's? Mensch, Joe... Facepalm... Ich weiß, wie sehr du Ogapon magst. Ich verstehe es auch total, wirklich. Aber gerade deshalb musst du Ogapons eigene Wünsche respektieren. Pon? Mag sein, aber ich will trotzdem bekämpfen. Sag mir, wenn du ready bist. Ja. Mach mal kurz schauen. Ist mein Team geheilt? Hallo? Schwarzer Bildschirm? Ja, Team ist geheilt, wir können kämpfen. Los geht's. Einen letzten Kampf gegen Joe, um Ogapon zu erhalten. Easy. Dann fangen wir an. Yes. Wer von uns beiden gewinnt, darf Ogapons Partner werden.
Also halte ich besser nicht zurück. Hat er auch nicht vor. Oh, jetzt sieht er anders aus. Bisschen gruseliger. Boah, Tangolist! Hey, mein Junge, du hast dazugelernt. Freut mich. Ich weiß zwar, dass es besser zu dir passen würde, aber ich wäre auch gern sein Trainer. Sogar im 70er Bereich. Ich glaube, das ist jetzt der Final Boss aus dem DLC, oder? Hey. Really? Mogelhieb? Oh Mann. War das klug oder war das dumm? Ich freue mich, dass du mich ernst nimmst. Also werde ich auch ernst machen. Oh oh. Nee, bye. Bam. Okay, Tangolist ist Typ Pflanze. Vielleicht noch irgendwas, ich weiß gerade nicht, aber auf jeden Fall Typ Pflanze mit seinen Stöckelschuhen da. da ist Panferno der... Oh, Panferno ist underlevelt. Ups, Panferno ist ja underlevelt, da war ja was. Ups. Komm, Sir Titan, wir nehmen dich einfach. Oh, mein kleines Baby. Darf sein Baby kaputt machen. Aber er ist das Pokémon, ne? Jetzt wird es ein richtiger Kampf hier. So, Tangolist ist schon mal down. Tangolist ist ein gutes Pokémon. Würde ich mal behaupten. Okay. Quappo. Quappo ist Typ Wasser. Da nehme ich natürlich. Na, wen von beiden nehme ich jetzt? Komm, Fatalicha, den haben wir schon länger nicht mehr gehabt im Kampf. Nehmen wir Fatalicha. Yay! Keine Schüssel. Ich mag das Geräusch auch, weil man so die Schüssel noch hören kann. So, Kumpel. Die hat für zu viel Schaden als KP zugeschrieben. Brauche ich nicht. Senkt stark. Ja, nee, ja. Komm mal, trotzdem Kurschuss. Egal. Oh oh, Bauchtrommel. Oh oh. Hälfte Leben weg. Und dafür massiven Buff. Er meint's jetzt ernst. Joe hat dazugelernt. Und er heilt hier noch mit einer Beere. Oha, richtig smart. Aber nicht smart genug, Kumpel. Was? Was? Miep? Eishieb? Oh, er hat Eishieb drauf. Cool. War das Eises? Ja, Farigiraf, I guess. Wie ist er nach oben? Gut. Kill es! Nein! Freunde, es sieht gerade nicht gut aus für uns. Es sieht gar nicht gut aus. Es sieht ehrlich gesagt ziemlich kacke aus für uns. Wir brauchen einen Helden. Wir brauchen Transdränge und das dann. Duffy Man! Komm schon. Akrobatik, sei schneller, sei schneller, sei schneller. Yes! Yes! Okay, 2 von 6 erst down. Das ist ein wirklich schwerer Kampf. Wow. Voluminas? Typ Gestein. Typ Gestein? Vielleicht noch irgendwas? Ich weiß es leider nicht. Ich muss auf jeden Fall mal heilen. Ich hoffe, Hypertrank heilt genug. Ich weiß nicht, wie es in den neuen Pokémon Games ist. Ich glaube, da war es schlecht, oder? Das war jetzt schlecht, oder? Ja, war schlecht. Oh, natürlich kann es Blitzkanone. Ist klar. Und ein Crit. Und die Paralyse. Ja, ist okay, Spiel. Ist okay. Oh, Paralyse ist weg. Danke.
Kann ich mal Sir Driplin einsetzen? Ich meine, Pflanze gegen Gestein müsste eigentlich gut sein. Oh Gott. Oh Gott. Okay, verfehlt. Sehr gut. Ein Free Switch so gesehen. Energieball. Das macht aber nicht One-Shot. Nein, okay, gut. So, wie viel Damage? Was? Ist Verunas nicht Gestein? Nastin ist Typ Gestein. Hat sich bei Voluminas ein Typ in so gefügt? Boah, man merkt wirklich, dass ich keine Ahnung habe, oder? Oh Gott, ich glaube, ich sollte ein paar Oddballs irgendwann mal wirklich ins Team tun, damit ich mir deren Typen merken kann. Und deren Schwächen. Bam! Aber ich mache trotzdem guten Damage. Ich muss mich halt nur auf Trab halten und nicht sterben. Das ist halt das Problem hier. Aber Energieball macht gut Damage. Man merkt, dass ich wirklich gar nicht mehr in Pokémon so richtig drin bin. Zumindest von dem Kämpfen her. Ich bin halt lange nicht mehr so gut. Es ist einfach so, dass man manchmal die Typen ein bisschen vergisst. Zumindest bei mir. Ich kenne die halt nicht auswendig. Das macht's mir schwieriger, aber irgendwie ist es auch lustiger, oder? Gott, sein Bart, wieso bewegt er sich so komisch? Oder seine Nasenhaare oder was auch immer es sein soll. Keine Ahnung, bei mir doch egal, ey. Okay. Ich heile mich jetzt, er greift mich an. Ich setze meine Attacke ein, entweder greift mich an, weil noch... Oh, was? Warum hat er jetzt mehr Damage gemacht? Wait. Was? Zumindest ist es tot. Die Hälfte. Wow. Es kommen noch drei. Ah, stimmt. Ein Jan-Mega-Typ. Flug und keine Ahnung, was noch. Das ist das einzige Pokémon bei mir im Team, was noch relativ viele Leben hat. Also, ich hoffe, so Titan, du kannst das ja alles hinkriegen. Was ist das für ein Typ? Flug und? Und was? Käfer? Warum hast du viel Damage? Stirb! Nein! Nein! Eigen KP! Das kannst du dir nicht ausdenken! Und ich bin nicht schneller. Doch bin ich! Eisplitter! Yeah! Ich dachte, ich wäre nicht schneller, aber ich habe trotzdem riskiert und doch, ich war schneller. Oh mein Gott. Joe. Oh, Flugboden. Skorgro. Es ist endlich mal weiterentwickelt. Ja, bleib mal drin, bleib mal drin. Ach, mal kurz überlegen. Boah, ich weiß halt nicht, was bei seiner Typ-Kombi gut gegen ihn ist. Das ist halt mein Problem. Eins steht fest. Ich muss mich so oder so jetzt erstmal heilen. Ah, Top-Leber will ich eigentlich lieber aufbewahren, falls ich sie noch für irgendwen anderes brauche. Nee, komm, Top-Trank auf... Ja, mein Popé-Pokémon einfach, ne? Mein Jacks-Pokémon-Moment. Das ist halt eigentlich das Beste jetzt im Moment. Oh Gott, Erdbeben. Oh, du überlebst das. Wait, du überlebst das, Kumpel. Dann noch ein Top-Trank. Und dann hauen wir eine rein. Ich hoffe, Eisattacken sind okay. Aber er scheint ja nichts gegen mich zu haben, wenn er nur Erdbeben benutzt. Ah, Felskörb. Ha! Ha, ha, ha. Haha. Komm, wir versuchen es mal. Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es einfach mal. Du, du, du. Er hatte eine Beere gegen. Damage, okay. Boah, das ist effektiv! Es ist sehr effektiv. Wait, wait, wait. Oh Mann.
Ich brauche so ein Charting hier bei mir, dass ich es immer so drauf gucken kann. Damit ich es immer im Kopf habe. Ich muss mir das irgendwie mal angewöhnen, alles auswendig zu lernen. Sir Apfel! Noch ist es nicht vorbei. Ich will nicht mehr verlieren! Tja, was aber trotzdem. Hihi. Du musst mal deine Apfel entwickeln, ja? Im nächsten DLC bekommst du eine Weiterentwicklung. Also, habe ich gehört. So, ich habe auch gehört, dass du down bist und ich Ogapon als Sieg erhalte. Und Delphi-Man musste ich gar nicht mal heilen. Das war ziemlich unnötig, aber zur Sicherheit habe ich es trotzdem halt gemacht. Let's go! Ich wusste es. Dass ich gewinne? Ja, aber offensichtlich. Na, okay, nicht immer, um ehrlich zu sein. Nicht immer. Ich wusste, dass ich verlieren würde. Aber ich konnte trotzdem nicht aufgeben. Das tut mir leid. Ciao. Pon? Jetzt musst du Ogapon nur noch fangen, Michael. Machst du es mir schwer oder einfach? Hey, what? Misst dich mit Ogapon? Okay. Na gut. Wenn das sein muss. Noch ein Kampf, ey. Ogapon scheint sich dir in einem Kräftemessen stellen zu wollen. Möchtest du gegen Ogapon bekämpfen, um einen Fangversuch starten zu können? Jo, machen wir mal. Was habe ich denn sonst übrig? Was bleibt denn sonst übrig? Los geht's. Aber ja, Joe war ein guter Kämpfer. Pandan! Oh, was? Hä? Ist es jetzt Typ Feuer oder was? Wait! Ist es jetzt Typ Pflanze Feuer? Was ist denn effektiv gegen Pflanze Feuer? Pandan! Ogapon mit der Maske, hä? Wait, what? Riesige Flammenmaske. Die fliegt auch noch. Es hat seine Maske terrorisieren lassen. Er zeigt es nur seine wahre Kraft. Mit der Ofenmaske. Was? Das ist ein alberner Name. Erinnerungskraft? Buff oder was? Okay, Wasserscheineffekt. Achso, ja, es ist Terra-Typ Wasser. Genau, stimmt. Okay. Na gut. Was jetzt? Gras fällt ein, Pflanzenattacken werden gebufft und irgendwas wird genervt. Wasserattacken? Kann das sein? Boah! Okay, aber komm. Das den Dreh mit den Typen echt raus. Nicht wirklich. Hab aber auch nichts anderes von dir erwartet. Und erwarte mal weniger, weil das war halt super basic. Das Wasser effektiv gegen Feuer ist, das weiß doch jeder. Verdammt, wen tue ich jetzt eigentlich rein? Eigentlich ist jetzt keiner gut in der Situation, ne? Ne, eigentlich wäre es besser, wenn ich drin geblieben wäre. Egal, ich kann ja rein und raus switchen. Vielleicht hat es ja keine Feuerattacke, wer weiß. Ich muss es mal ausprobieren. Ich muss es ausprobieren. Stimmt, ich werde einfach direkt wieder zurück switchen. Ja, let's go. Also! Raus da mit dir! Delphi-Man! Super Wechsel. Frankenkeule. Pflanzenattacke. Nicht so schön. Nee. Frankenkeule ist keine Pflanzenattacke? Was ist denn das? Dann für eine Feuer? Ach, keine Ahnung, Mann. Ich. Boah. Das ist so verwirrend. Komm, stirb einfach. Los. Weg. Boah, wirklich One-Shot. Oha. Geil. Aber trotzdem cool inszeniert. Und ey, die rote Jacke steht ihm. Die Erinnerungen an die Abenteuer, die es mit dir erlebt hat, geben Ogapon Kraft. Oh. Zweites.
Okay, wir sehen uns jetzt wahrscheinlich 3 oder 4 Mal noch. Okay. Jetzt ist es Typ Pflanze Wasser. Auch eine interessante Kombi. Ah, nee, hatten wir schon mal. Pflanze Wasser hatten wir schon mal. Ich glaube, Pflanze Feuer noch nie, oder? Oder? Doch, doch, warte, doch hatten wir, doch hatten wir. Jalapeno war das. Na, gleich ein Gen hier. Brunnenmaske. Ja, okay, macht irgendwie noch Sinn vom Namen her. Ich mach die Rollwände. Mach ich zumindest ein bisschen damit, während ich mich verziehe. Okay. Pflanze wird effektiv sein. Bam. Okay. Ogapon. Wen nehme ich am besten? Komm, Vater Licha. Das wird bestimmt reichen. Meine kleine Tasse. Wieso ist die Kamera so weit oben? Oh, es heilt sich. Okay, Blättersturm. Brauchen eine starke Attacke. Und wenn ich das dann verwirrt, ist nicht schlimm. Brauchen sie nur. Oh, es lebt noch. Oh no. Oh no. Und es heilt sich. Aber ich heile mich auch. Wegen dem Grasfeld? Das kann sein. Überlebe ich das? Ja, doch, ich überlebe. Safe. Safe, 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 safe. Yes. So, aber du überlebst das hier nicht. Ich glaube, Kappet war auch ein lustiger Name für Vater Licha, oder? So ein Spitzname, oder? Irgendwie lustig. Egal, was auch immer. Ja, blau ist auch ganz nett. Generell die Jacke würde ich gerne im Real Life tragen. Die sieht cool aus. Diese dicke Jacke. Wie wir die Massen zurückgeholt haben. Die Erinnerung geben Ogapon Kraft. Oh Gott, diese Steinmaske, ey. Ist das Typ Gestein? Oha. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Giratina hinten, diese ganzen Feen oder was auch immer das ist, was da rausguckt. Fundamentmaske. Oh. Doch, ich glaube, das ist tatsächlich sogar Typ Gestein. Ja, ist es. Rankenkeule macht immer von dem Typen, was es gerade annimmt. Die Attacke, okay. Also die Signature-Attacke? Könnte sein. Grasfeld ist weg, hier wird nicht mehr geheilt. Auch nicht für mein Shiny. So, Kleiner. Wir müssen den Energieball raushauen. Wir konnten auch kristallisieren, aber ich will erstmal gucken, wie viel ich überlebe. Oh, nicht viel. Komm, der eine Hit muss jetzt das meiste wegmachen. Hälfte nur. Ja, nee, heilen lohnt sich nicht, das überlebt's nicht. Ich könnte hoffen, dass... Nee. Nope. Es gibt mal wieder nur einen, der uns hier retten kann. Und ich merke gerade, hat die Maske ausgezogen immer. Die fliegt dann einfach nur riesig herum. Aber er hat die dann nicht an. So, Delphi-Man. Ich meine natürlich... Delphi-Man! Nee, doch nicht. Okay, geil. Ja, ich hoffe, du... Nee, komm. Ich hoffe, du kannst ihn one-shotten. Tatsache! Let's go! Weiter so! Auch nette Jacke. Passt zu seinen Beinen. Die Erinnerung an den Mann, an dessen Seite es einst gelebt hat, geben Ogapon auch noch Kraft. Die letzte Maske, die normale Maske, die es immer hat. Die Pflanzenmaske. Die Main-Maske, würde ich mal behaupten. Es gibt zwar keinen neuen Typen, aber somit auch keine neuen Schwächen. Türkisgrünen Maske. Das ist der Titel des DLCs. Oh nein, bin ich jetzt tot? Ja, das ist die Pflanze. Ich bin natürlich tot jetzt. Warum dachte ich, drinbleiben wäre klug? Ich weiß es nicht. Hätte Düsenlieb machen sollen. Sorry. Ja. Na gut, so weiten. Du bist dran. Oh.
Naja, was setzen wir ein? Wir setzen Blizzard ein! Für einen One-Hit-KO, wenn es geht. Oh, Gras fällt wieder. Okay, wie du meinst. Wie du meinst. Blizzard! Die Hälfte. Wenn noch ein Blizzard treffen würden, wär's tot. Du kannst es jetzt noch nicht fangen! Gib ihm erst noch eine weitere Kostprobe deiner Stärke! Okay. Na, ich könnte ja sowieso noch keine Belly hier erreichen. Oh, es heilt sich. Ich muss mehrmals angreifen. Ja, gut, okay. Wow, was? Okay, zumindest trifft Blizzard. Und doch, ich hab Glück gehabt. Es hat's gekillt, obwohl es gar nicht mal ein Crit war. Bam! Down! Keine Kraft mehr! Hör auf mit den Erinnerungen! Stopp! Ogapon scheint sich endlich ausgebaut zu haben! Das Ding ist jetzt zu fangen! Was wäre eigentlich, wenn ich genau jetzt ein Pokémon entwickeln würde? Und guck mal, ich kann dich nicht fangen. Ich muss es fangen. Okay, in welchem Ball würde es cool aussehen? Meisterball. Nee, ich denke mal, das ist eine 100% Fangchance. Ich schätze, Nestball würde cool aussehen. Von den Farben her. Ich guck mal noch. Nee, ja, doch. Ich glaube, Nestball machen wir. Sieht cool aus. Passt zu den Farben. Außerdem mag ich generell, wie der Nestball aussieht. Sieht cool aus. Yay! Neuer Jingle. Ogapon, das Masken-Pokémon. Mit der türkis-grünen Maske. Ah, wie süß. Sein Typ ändert sich je nach aufgesetzter Maske. Es führt Gegner mit seinen flinken Bewegungen und Tritten an der Nase herum. Okay. Du kommst in mein Team, Kleiner. Wen tun wir da voraus? Delphi-Man. Mit dem Item. Damit sie mich an erster Stelle ist. Nummer 200 Kitakami-Dex, glaube ich. Ogapon vertraut dir die Fundamentmaske, die Brunnenmaske und die Ofenmaske an. Du verstaust die Masken in Trainingstasche. Bravo, Michael! Das war echt beeindruckend! Glückwunsch. Ich werde mich gut um es kümmern. Versprochen. Ich wollte so werden wie du. Macht mich fertig! Schenke bitte keine Beachtung. Er hat selbst gesagt, dass er Gewinner Ogre von kranken darf. Komm, gehen wir nach Hause. Bin ich auch für. Wir sind hier fertig. Wir haben hier alles gemacht, was wir machen mussten. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Michael. Ich soll dir von Hanna ausrichten, dass sie auf dem Gefährtenplatz auf dich wartet und du kommen sollst. Aber zack, zack. Ja. Warum werde eigentlich ich immer als Bote durch die Gegend geschickt? Ich habe auch Gefühle. Keine Ahnung, Mann. Ja, Leute, wenn ihr das Ende sehen wollt, dann müsst ihr wohl auf die nächste Folge warten. Es tut mir leid, aber so sind die Regeln. Ach ja, und ich habe gehört, ein Like. Macht den Prozess schneller. Probiert's doch mal aus. Probiert's doch mal aus. Wer hätte gedacht, dass Ogapon so ein unheimlich niedliches Gesicht hat? Vielleicht sollten wir im Dorf Souvenirs von ihm herstellen. Ich rede mal mit dem Verwalter. Ja, gute Idee. Mit abnehmbaren Masken als Plüschtier.